Yo ho ho, hallo Leute, mein Name ist Alex und ich heiße euch wie immer ganz herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge Let's Play Elder Scrolls 5 Skyrim. Ja, ihr merkt schon wieder, ich bin enthusiastisch drauf und mir wurde mal schon öfter beschrieben, dass wenn ich enthusiastisch drauf bin, die Folgen meistens gut werden. Von daher haben wir die besten Aussichten auf eine spannende und tolle Folge. Yo. Und, oh, ein Elch. Den kriege ich niemals, oder? Oh, da ist ja noch einer. Nee. Oder? Wenn du stehen bleibst. Da! Haha! Sogar zu Fuß kriege ich diesen Kackelch. Und da haben wir noch einen. Aber, irgendwie. Da ich sie nicht mal plündere, ist es dann wirklich ein bisschen sehr frech, die zu töten eigentlich. Ich dachte schon, es läuft sogar quasi in dieselbe Richtung wie ich. Ein wenig dämlich, aber naja, nicht mein Problem. Wohl und ruht. Ich bin schon da. So schnell geht das. Hier draußen haben wir sowas wie eine Art Opferaltar oder Pissoir oder Trinkgefäß oder beides. Je nach Geschmacksrichtung. Okay. Ich lasse die Sprüche mal. Gold 50, Goldbarren. Tada. Wundervoll. Noch Begräbnis ohne. Silberner Amethystring. Gold. Alright. Das heißt, wir gehen hier, wie so oft schon, hier innen rein. Eine weitere Truhe. Dietrich, Gold, Stahlpanzerhandschuhe, Rubin. Hier haben wir Gold und silbernen Granatring. Und Volunrot. Spannend, spannend. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet hier drin. Sind hier jetzt Gegner drin überhaupt? Oder will sich der Kerl einfach nur mit mir treffen und wirklich unterhalten? Aber hätte er sich nicht einen freundlicheren Ort aussuchen können als diese Ruine? Oh. Also diesen Dungeon? Halter, was geht hier? Was ist da? Hedigs Notizen zu Volunrot. Begonnen, verstummte Zungen. Finde die Zeremonienwaffen. Ich war skeptisch, aber jetzt ist es offensichtlich. In den alten Hymnen steckte Wahrheit. Das Relief war nicht weit vom Eingang, so wie sie sagten. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass es den Eingang zu Quenels Grabstätte verbirgt. Die beiden Schlüssel müssen irgendwo in der Nähe versteckt sein. Zeremonielle Kopien von Okin und Educh, den Waffen, mit denen Quenel am liebsten in die Schlacht zog. Doch ich wage mich nicht weiter, solange ich keine Leibwächter zur Begleitung angeheuert habe. Zu denken, Quenel, der Häuptling der Zungen, könnte hinter nur wenigen fußtiefen Gestein bestattet sein. Der Vorfahr, an dem wir kaum geglaubt hatten, hat wirklich gelebt. Zweimal verdammt soll ich sein, diese törichte Exkursion geplant zu haben. Ich hätte diese Söldner gleich anheuern sollen. Vielleicht besteht dafür keine Notwendigkeit. Das hier ist schließlich nur eine Grabstätte und nichts weist darauf hin, dass sie bewohnt wäre. Es ist ja nicht so, als würde es den seit tausenden Jahren Toten etwas ausmachen, wenn ich mich hier ein wenig umsehe. Das war auch dementsprechend seine letzte Nachricht. Weil Tote, ja, die sind meistens doch ein bisschen ungehalten. Ne? Das heißt, wir finden hier auf jeden Fall Tote und hier ist eine alte Nordstadtaxt. Das heißt, wir finden hier Draugr. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Was sonst, oder? Okay. Ist der unter mir? Ist der über mir? Ist er auf jeden Fall relativ nah eigentlich. Keine Fallen. Eine Eisentür. Und der Draugr steht gleich auf. Aber ich töte ihn vorher. Weil ich das erkannt habe. Du stehst auch gleich auf. Nicht mit mir. Dafür bin ich zu gut. Gehen wir mal lieber hier lang. Ach, da hinten muss wohl dieser Ormond Mortier sein. Ich hoffe, ich spreche das nicht zu blöd aus. Warum liegen hier so viele tote Drauge? Hat er die alle erschlagen quasi, oder? Könnte Sinn machen. Treten wir mal die Tür ein. Er ist nicht mal alleine. Okay. Bei den allmächtigen Göttern. Ihr seid gekommen. Ihr seid wirklich gekommen. Dieses schreckliche schwarze Sakrament. Es hat funktioniert. Ja. Die Mutter der Nacht hat eure Gebete erhört, Mortier. Ja, so scheint es. Nun, ich will eure Zeit nicht vergeuden. Ich habe einen Auftrag für euch. Eigentlich sogar mehrere. Ich wage zu behaupten, dass die Aufgabe, die ich vor euch habe, von größerer Bedeutung ist als alles andere, womit eure Organisation seit, Jahrhunderten zu tun hatte. Sprecht weiter. Wie gesagt, ihr sollt für mich mehrere Leute töten. Ihr werdet bemerken, dass sowohl die Ziele als auch die Art ihrer Eliminierung recht abwechslungsreich sind.
Jemand von eurem Schlag wird vermutlich sogar Vergnügen daran finden. Doch ihr solltet auch wissen, dass die Morde lediglich ein Mittel zum Zweck darstellen. Denn sie ebnen euch den Weg zum wichtigsten aller Ziele. Der wahre Grund, aus dem ich in den Tiefen dieser scheußlichen Krypta mit einem Halsabschneider rede, es geht nämlich um die Ermordung des Kaisers. Wie bitte? Den Kaiser von Tamriel? Dann reden wir mal wie ein Profi, oder? Führer, komm und gehen. Für mich zählt nur das Geschäft. Ah, wunderbar. Ihr wisst ja gar nicht, wie froh es mich stimmt, das zu hören. Auf diesen Tag habe ich lange hingearbeitet. All die Planung, all die Taktiererei. Es ist, als stünden selbst die Sterne endlich richtig. Aber ich schweife vom Thema ab. Hier, überbringt dies eurem, Vorgesetzten. Rexus, die Gegenstände! Na, dann mal her damit. Hier. Dem versiegelten Brief könnt ihr entnehmen, was zu tun ist. Ich habe geschworen, Armand Mortier bis zu meinem letzten Atemzug zu leben. Ihr könnt damit all eure Unkosten bezahlen. Vergesst es nicht. Also ein teures Amulett und einen versiegelten Brief. Mist. Warum muss er versiegelt sein? Ich kann ihn jetzt leider nicht lesen, ohne dass sie dann mitkriegen würde, dass ich ihn gelesen habe. Verdammt. Das ist mies. Und diese andere Quest hier, die lassen wir einfach mal. Ich möchte mich jetzt lieber um andere Sachen kümmern. Nämlich um die dunkle Bruderschaft. Von daher zurück zu Astrid und ihr zeigen, was wir da Tolles gefunden haben. Moment. Ach ja, hier unten. Ich vergesse immer, wie weit südlich das eigentlich ist. So, da sind wir. Und rein in die gute Stube. Bin ich aber gespannt, was Astrid davon hält. Sie meinte ja, irgendwas geht hier vor. Irgendwas passiert hier. Naja, die Ermordung des Kaisers ist schon... Uff, da. Das ist schon eine heftige Nummer. Wenn das wirklich der Fall sein wird, wird das hier wirklich der größte Auftrag, den die Dunkle Bruderschaft seit Jahrhunderten hatte. Ihr seid zurück. Gut. Also, was nun? Habt ihr euch mit diesem Mutier getroffen? Was wollte er? Mutier wünscht, dass wir den Kaiser ermorden. Das ist nicht euer Ernst. Astrid das Amulett und den versiegelten Brief zeigen. Was ist das? In dem Brief wird alles erklärt. Das Amulett soll unsere Ausgaben kompensieren. Bei Cities, ihr meint es ernst. Den Kaiser von Tamriel töten. Die Dunkle Bruderschaft hat seit der Ermordung von Pelagius nichts derartiges getan. Um genau zu sein, hat es seit dem Attentat auf Uriel Septim niemand mehr gewagt, einen Kaiser von Tamriel zu ermorden. Und das ist schon über 200 Jahre her. Die Mutter der Nacht würde uns bestimmt nicht in die Irre führen. Nein, das würde sie ganz sicher nicht. Und aus welchem Grund auch immer, sie hat sich entschlossen, Mutiers Informationen an euch weiterzugeben. Ich bin mir nicht sicher, was hier genau vor sich geht. Ob ihr nun tatsächlich der Zuhörer seid, ob es sich um einen Zufall handelt oder etwas ganz anderes. Doch was wir nun vor uns haben... Wir nehmen den Auftrag also an. Und ob wir das werden. Wenn wir damit erfolgreich sind, wird die Dunkle Bruderschaft wieder respektiert und gefürchtet sein, wie seit Jahrhunderten nicht mehr. Glaubt ihr wirklich, ich würde eine Gelegenheit auslassen, meine Familie zu Ruhm und Ehre zu führen? Aber das ist mir alles etwas zu viel. Ich brauche Zeit, um den Brief zu lesen, zu überlegen, wie es weitergehen soll. Und dann dieses Amulett. Was denkt ihr? Ich denke, dass jemand dieses Amulett begutachten muss. Ich will wissen, woher es stammt, wie viel es wert ist und ob wir es tatsächlich verkaufen können. Und es gibt nur einen Mann, der uns in dieser Sache helfen kann. Delvin Mallory. Er ist ein Hehler, arbeitet nur für sich selbst. Er operiert vom Rattenweg aus in Rifton. Gebt mir den Brief, bringt Mallory das Amulett. Findet so viel heraus, wie ihr könnt und verkauft es, wenn er daran interessiert ist. Er wird euch einen Bürgschaftsbrief anbieten. Das geht in Ordnung.
Devin Mallory und die dunkle Bruderschaft hatten bereits miteinander zu tun. Wir können ihm vertrauen. Ich muss zu Devin. Was ist das denn für ein Witz? Wie geil. Das trifft sich ja mal sauwitz, saugut eigentlich. Okay, super. Ich hatte schon fast befürchtet, dass ich jetzt erst wieder irgendwelche Mini-Aufträge machen muss, bis Astrid mal wieder den Brief durchgelesen hat. Ist anscheinend echt die schnellste. Aber das sagt mir, das ist für mich ein wunderbarer Moment, jetzt die nächsten beiden Diebesgilden-Mini-Quests zu machen und direkt zurückzugehen, zu schauen, ob ich vielleicht endlich mal welche aus Markart kriege, um damit den nächsten guten, richtigen Auftrag freizuschalten, oder ob ich wieder Pech habe. So oder so, ich muss zu Delvin, also passt das ja echt wie die Faust aufs Auge, wie man so schön sagt. Und Weißlauf und Windhelm, dann gehen wir mal erst nach Weißlauf. Bei einem sehr hohen Kopfgeld wird die Wache des Fürstentums versuchen, die gesuchte Person anzugreifen, sobald sich diese in Sichtweite befindet. Schön, was ganz Neues. Die Ermordung des Kaisers. Ja, das wäre wirklich der Coup schlechthin für die dunkle Bruderschaft. Und dann hätte sie wirklich wieder so viel Respekt wie früher, zum Beispiel zu Zeiten von Morrowind. Boah, in Morrowind, da war die dunkle Bruderschaft noch wirklich, wirklich respekteinflößend. Jeder kannte sie, jeder fürchtete sie. Sogar der Spielcharakter fürchtete sie. Schließlich wurde man dank des ersten Addons Tribunal von denen angegriffen, ne? So, da sind wir. Und dann muss ich das hier stehlen. Niemand da. Perfetto. Und wieder raus. Ups. Hier ist niemand. Also wieder gehen. Und tschüssi. Unentdeckt, wie wir halt nun mal immer sind. Erledigt. Und dann mal nach Windhelm. Windhelm Schneebezirk wurde in Anspielung auf die dort ansässigen Dunkelelfen in Grauer Bezirk umbenannt. Ja, das passt. Sie hätten es auch der Aschenschneebezirk nennen können oder so, oder das Aschebezirk. Aber das wäre zu offensichtlich gewesen. Aber es ist eigentlich ganz nett, dass die deswegen extra das umbenennen, oder? Eigentlich kommt es ganz nett rüber. Dann respektieren sie ihr Ghetto. Na gut, ob man das so als positiv sehen kann, das ist wirklich Auslegungssache. Hier scheint niemand zu sein. Hier drin erst recht... Hä? Was? Wie? Wo? Ach, da oben! Bilanzen fälschen. Fertig. Immer wieder zu einfach. Kehre zu Devin zurück. Tja, ich muss sowieso zu ihm. Von daher trifft sich das wunderbar. Das heißt, wir kennen das Prozedere. Zurück zur Diebesgilde nach Riften. Uah, die sind immer noch so hässlich. Die Fallmäher. Aber sie erinnern mich so auch von der Rüstung her stark an die Goblins und die Sauron-Orks aus Herr der Ringe. Aber sie haben trotzdem noch ein eigenes Design. Und vor allem diese Blindheit, das ist... Es macht wenigstens auch Sinn. Wenn die wirklich jahrhundertelang nur unter der Erde leben, sind sie natürlich irgendwann blind in dieser Dunkelheit. Und Licht würde sie quasi nur noch irritieren und wahnsinnig machen. Und von daher sollte man immer eine Lichtquelle bei sich haben, wenn man gegen Fallmäher antritt. Ich bin noch dabei, alles zu lernen, aber ich werde das schon schaffen. Ach, bist du der neue Rekrut? Wir kennen uns noch nicht. Wie kommt es, dass jemand wie ihr der Gilde beigetreten ist? Das ist eine recht amüsante Geschichte. Ich war auf dem Weg von Ivarstadt nach Riftorn, als ich sah, wie Vex gegen ein paar Wölfe kämpfte. Sie brauchte Hilfe gegen ein paar Wölfe? Nun, es waren insgesamt 8 und 3 hatte sie schon erledigt, als ich hinzukam. Gemeinsam machten wir kurzen Prozess mit ihnen und der letzte humpelte verletzt davon. Hat sie euch dann gefragt, ob ihr beitreten wollt? Dann bat sie mich höflich, ihr meine Geldbörse zu geben. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir rauften eine Weile, zerbrachen einander die Waffen und fielen schließlich erschöpft zu Boden. Nicht schlecht. Ein Patt? In der Tat. Nach ein paar Minuten schaute sie mich mit festem Blick an und fragte, ob ich mich der Gilde anschließen wollte. Ohne jegliche Entschuldigung. Das war sehr edel von euch. Etwas sagte mir, dass ich es nicht bereuen würde. Ich hatte gehört, dass die Gilde wieder auf den Beinen war und fast ganz Himmelsrand kontrollierte.
Mein Schwert würde ich gegen Vex sicherlich nicht mehr erheben wollen. Aber gegen eine kleine Rauferei hätte ich nichts. Hm, wirklich eine leicht interessante Geschichte. Viel Glück bei eurem nächsten Auftrag. Yo, danke sehr. Schließlich bin ich hier der King. Und wie ich der King bin, gerade, ich meine, schau dir meine Ausrüstung an. Der soll geehrt sein, dass ich ihn überhaupt anspreche. Aber Vex kommt mit 8 Wölfen nicht klar und zu zweit müssen sie erst... Ach, ich bin so übermächtig, ich könnte die ganze Gilde mit einem Pusten quasi auslöschen. So ungefähr. Cool, hä? Sowas könnt ihr nicht, sowas könnt ihr nicht. Habt ihr etwas gestohlen, was der Rede wert ist? Ja, habe ich. Ich nehme an, jetzt wollt ihr euren Anteil haben. Hier. Danke sehr. Ich kümmere... Wenn euch solche Arbeit nicht zusagt, wendet euch an Delvin. Ganz einfach. Der Haken an der Seid ihr bereit für einen guten alten... Hier, bitte. Ich hoffe, ihr vermasselt die Sache nicht. Komm, bitte, Markart. Ich brauche Markart. Und es ist... Einsamkeit. Ah, fickt euch doch. Vorsichtig. Kann ich etwas für euch tun? Der Gilde stehe ich immer gern zur Verfügung. Oh, ich bin eigentlich geschäftlich im Auftrag der Wunden Bruderschaft hier. Oh, ich verstehe. Tja, ihr macht euch wirklich überall Freunde, nicht wahr? Nun, und wie geht es Astra denn so? Richtet ihr doch bitte aus, dass sie mal wieder vorbeischauen soll. Auf ein Met, einfach mal wieder zum Plaudern. Es geht ums Geschäft, natürlich. Was für eine Art Geschäft denn? Hatte er mal etwas mit ihr? Warum nicht? Was könnt ihr mir darüber sagen? Lasst mich mal sehen. Wo habt ihr das nur her? Nein, sagt nichts. Ich will es gar nicht wissen. Dies ist ein Amulett des kaiserlichen Ältestenrates. Sie werden speziell für jedes Mitglied hergestellt. Es ist ein kleines Vermögen wert. Nichts, was man einfach so hergeben würde. Passt auf. Es ist nicht meine Aufgabe, der dunklen Bruderschaft zu erklären, wie sie ihre Geschäfte führen soll. Aber wenn ihr ein Mitglied des Ältestenrates getötet habt, dann... Wollt ihr es kaufen? Kaufen? Das? Ein Amulett des Ältestenrates? Oh ja, natürlich. Einen Augenblick, bitte. Hier, das ist ein Bürgschaftsbrief. Nur Astrid kann ihn nutzen, für alle Dienstleistungen oder Gegenstände, die ich anbieten kann. Das entspricht unserer normalen Abmachung. Bringt ihn eurer reizenden Auftraggeberin. Mit meinen besten Grüßen. Er steht wirklich auf sie. Wer hätte das gedacht? So, also, wow. Ein Amulett von einem Mitglied des Ältestenrates, vom Kaiser. Krass. Habt ihr Probleme? Worum geht's? Nö, alles gut. Die Bilanzfälschung ist erledigt. Hier ist euer Anteil. Gut gemacht. Alles klar. Dann gib mir mal was Neues. Ich bin... Wenn ihr Einbrüche bevorzugt, dann sprecht mit Vex. Manchmal erinnern wir eine Stadt daran. Ist doch ganz einfach, oder? Sagt ein, wo. Sehr gut. Hier ist euer Auftrag. Und zwar, oh bitte, Markart, bitte, ich brauch's. Einsamkeit, nein, das gibt's doch nicht. Aber vielleicht reicht es auch, wenn ich einfach 5 Aufträge erledige, egal wo. Das, aber ich befürchte fast, dass es nicht der Fall ist. Na egal, wir werden's ja sehen. So, dann wollen wir mal wieder hinaus. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich denke, wir können Astrid eben noch Bericht erstatten und ihr die reizenden Grüße von Delvin Mallory übergeben. Oder von Delvin Mallory, wie Astrid so schön sagte. Die sprechen hier die ganzen englischen Namen ja komplett deutsch eingedeutscht aus. Was ja, teilweise ein bisschen seltsam klingt, aber es passt natürlich besser zu diesem nordischen Gefühl, das man hier in Skyrim natürlich hat. Oder in Himmelsrand. Ich sag halt eher Skyrim. Aber ich denke, das geht den meisten von euch auch so. Ich meine, sagt ihr eher Himmelsrand oder sagt ihr eher Skyrim? Skyrim klingt, ist mittlerweile einfach nur ein Pseudonym schon für Stärke und Awesome.
Ich frage mich, wie viele Bilder es schon gibt, die dieses alte GIF benutzen oder dieses alte Videoausschnitt von Das ist Sparta mit Das ist Skyrim und dann macht einer ein Fußrohr da und alle fliegen weg von der Erde oder sowas. Ihr seid zurück. Gut. Nun, was hat Mallory gesagt? Mallory? Ist das Amulett echt? Astrid und Mallory. Ja, und extra für die Mitglieder des Ältestenrates hergestellt. Der Ältestenrat? Das erklärt natürlich so einiges. Mutier, ihr böser, böser Junge. Einfach so die dunkle Bruderschaft anzuheuern, um die eigene Position zu verbessern. Einfach köstlich. War Mallory bereit, das Amulett zu kaufen? Das heißt, ach so, also er ist ein Mitglied des Ältestenrates wieder um Montier. Deswegen macht's auch Sinn, dass er vorhin sich so extrem beschwert hat, nach dem Motto, dass ich hier mit so einem Halsabschneider in so einer ekligen Grotte reden muss. Ah, jetzt ergibt's wirklich Sinn. War er. Hier ist ein Bürgschaftsbrief. Wunderbar. Dann können wir beginnen. Oder besser gesagt, dann könnt ihr beginnen. Schließlich hat die Mutter der Nacht ja auch mit euch gesprochen. Hoffentlich habt ihr etwas Schönes zum Anziehen. Ihr geht nämlich zu einer Hochzeit. Wie bitte? Eine Hochzeit? Nun, eigentlich eher ein öffentlicher Empfang. Das dürfte äußerst reizvoll werden. Ihr werdet euch unter die Gäste mischen. Etwas Kuchen essen, die Braut erstechen. Oh ja, ihr müsst die Braut ermorden. Auf ihre Hochzeit. Da soll noch einer sagen, es gäbe keine Romantik mehr. Alter Schwede. Nicht schlecht. Wer ist das Ziel? Ihr Name ist Vittoria Vicky. Sie leitet die Geschäfte der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft in Einsamkeit. Die Hochzeit wird in dieser Stadt abgehalten, im Tempel der Göttlichen. Ihr Tod wird einen großen Aufruhr verursachen und genau das wollen wir auch. Vicky wird regelmäßig mit ihren Gästen sprechen, wie es der Brauch will. Wenn sie das tut, tötet sie. Und ich verspreche euch einen beträchtlichen Bonus. Geht jetzt. Und meine Empfehlungen an die Braut. Sehr witzig. Krasser Shit. Jetzt dürfen wir eine Braut töten. Okay. Bis dass der Tod euch scheidet. Töte Vittoria Vici. Gibt's noch mehr Einzelheiten? Es geht um eine öffentliche Ermordung. Wie ihr das anstellt, bleibt ganz euch überlassen. Ein Pfeil in die Kehle? Ein Messer in den Bauch? Die Entscheidung liegt bei euch. Nur laut und dreckig muss es sein. In der gegenwärtigen politischen Gesamtsituation wird das Volk annehmen, dass der Mord mit den Feindseligkeiten zwischen der Armee und den Sturmwänden zusammenhängt. Jedenfalls wird mit Vickys Tod die reinste Hölle losbrechen. Ihr tätet gut daran, euch schon im Voraus einen guten Fluchtweg zu suchen. Das ist mal ein guter Hinweis, dankeschön. Und welche Verbindung genau hat diese Vicky denn zum Kaiser? Außer, dass sie irgendwie bei dieser Handelsgilde da arbeitet. Eine hervorragende Frage. Vittoria Vicky ist die erste Cousine unseres geliebten Kaisers, Titus Mede des Zweiten. Vicky hat offensichtliche Verbindungen zum Kaiser. Ihr Gatte hat Verbindungen zu den Sturmmänteln. Ihre Heirat ist ein Schritt in Richtung Versöhnung. Ein Mord im Rahmen der Hochzeit würde also nicht nur den Friedensprozess ins Stocken bringen, sondern das gesamte Reich erschüttern. Der Kaiser wird zum Handeln gezwungen. Er wird nach Himmelsrand reisen, um die Folgen des Attentats zu bewältigen. Und die dunkle Bruderschaft wird bereits auf ihn warten. Alter Schwede, das ist echt heftig. Krass. Hui, warum nimmt der Kaiser nicht an der Hochzeit einfach teil? Seine Reise nach Himmelsrand war schon seit Monaten geplant und wurde dann in letzter Minute abgesagt, sehr zum Entsetzen seiner Cousine. Anscheinend wurde dem Kaiser klar, dass seine Anwesenheit eine aktivere Rolle in den fortwährenden Feindseligkeiten mit sich bringen würde. Eine Rolle, die er ganz offensichtlich nicht spielen wollte. All dies wird sich jedoch mit der Ermordung seiner Cousine ändern. Jeder wird glauben, dass der Konflikt zwischen der kaiserlichen Armee und den Sturmmänteln der Grund dafür war. Und der Kaiser wird dazu gezwungen werden, hier wieder für Ordnung zu sorgen. Ein echt cleverer Plan. Respekt. Auf nach Einsamkeit mit euch. Zeit, den Kaiser nachhaltig für einen Besuch in Himmelsrand zu motivieren.
Mann, ey. Das wird ja ein richtiger Spaß. Die Dunkle Bruderschaft bietet echt eine interessante Auswahl an Aufträgen, hätte ich gar nicht gedacht. Gut, das heißt, wir haben nächstes Mal wieder gut was zu tun und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal auch wieder, wenn es mal wieder heißt Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mein Name ist Alex, bis dann!